Schicksal ist nicht in meinen Händen. Überrascht mich nicht, dass du nach Hause reist. Immerhin hast du selbst recht wenig davon. Je mehr Gräber ich fülle, desto mehr Galeonen habe ich. Ich beschwere mich. Protego! Ich glaube, ich habe was gehört. Du hast dich so schlecht mit dieser Frau durchkreuzt, oder? Diese Märchen verraten. Misch dich nicht in Jodo! Ich lasse Protego! Spaß durch die Gegend schleudern! Expulso! Aufgabe erledigt. Protego! Wer hat denn die Frau? Du wirst nach Hogwarts zurückkriegen. Leviosus! Was passiert? Expulso! Das hätte ruhig schneller gehen können. Ah, das war ein Fehler. Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe viel zu tun. Leviosa! Du bist abgewichen. Gut. Leviosa! Du hättest länger durch als erwartet. Leviosa! Ins Handy. Ins Handy. Incendio! Wer hier wohl gelebt hat? Incendio! Wie schön, Sie zu sehen. Revelio. Lumos. Wieder mal auf Abenteuertour?
Revelio. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss brauchen könnte. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amid mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellen kann. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Revelio. 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 Willkommener Leckerbissen. Köstlich.
Revelio. 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 Incendio! Wenn man einen Kräuterkunde am besten...
Professor, wie kamen Sie dazu, Kräuterkunde zu lehren? Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher untröstlich, aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder in St. Mungo. Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid. Aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Warum bekomme ich noch diese zusätzlichen Aufgaben, Professor? Das hilft Ihnen, Ihre magischen Fähigkeiten auch außerhalb des Unterrichts zu schulen, um einen neuen Zauber zu erlernen. Wingardium Leviosa. Vor dem Einpflanzen müssen wir erst den Boden bestellen. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie wieder her, damit wir gemeinsam am Zauber arbeiten können. Ich freue mich drauf.